Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder DIY-Zeit und heute mit einem richtig coolen DIY, wie ich finde. Ich habe ja noch nie gekocht oder gebackt hier. Gebacken, natürlich nicht gebackt. Heute wird eigentlich auch nicht richtig gebacken, aber es wird verziert und es ist ja Plätzchenzeit und von daher gibt es diese super süßen Plätzchen, die so aussehen, als wäre dieser Schneemann gerade hier so zerlaufen auf dem Keks. Das geht echt easy, man braucht ein bisschen Zeit, das sage ich schon mal dazu, aber ich glaube, damit wird man jeden glücklich machen. Also jedem, dem ich die bisher geschenkt habe, war total begeistert von diesen Plätzchen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann bleibt dran und schaut rein. Also, wir brauchen für die Plätzchen selbstverständlich Plätzchen. Ich denke, ich habe erst überlegt, ob ich das filme, aber ich denke, jeder von euch kann Plätzchen backen. Ich hinterlasse euch auf jeden Fall das Rezept unten in der Infobox, das ich benutzt habe. Und zum Ausstechen habe ich einfach ein Glas benutzt. Die brauchen wir auf jeden Fall, also Mürbeteigplätzchen. Und dann brauchen wir einmal Zuckerguss, den kann man selber anrühren, einfach aus Puderzucker und Wasser. Oder man kauft ihn fertig, ganz wie man möchte. Dann brauchen wir noch Marshmallows, weiße, die teilt er einmal in der Mitte durch. Dann brauchen wir noch dunkle Schokolade, geschmolzen. Und eventuell, je nachdem wie genau ihr das verzieren wollt, noch weiße Schokolade und Lebensmittelfarbe. Und dann brauchen wir noch, ich halte mal eben hier rüber, Backpapier. Ein Backpapier zum Verzieren, zum Unterlegen und eins, woraus wir uns so kleine Spritzbeutelchen machen. Und dann sind wir auch schon startklar und können loslegen. Und einen Backofen natürlich. Unbedingt einen Backofen brauchen wir zum Backen vorher. Ist ja klar, ne? Okay, und dann geht's los. So, also ihr legt euer Plätzchen hin, dann nehmt ihr euch einen guten Löffel Zuckerguss. Und ich habe das so gemacht, dass ich hier so einen Klecks erstmal drauf getan habe. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn er ein bisschen dünner wäre. Ja, und dann verteilt ihr das einfach so, als würde dieser Schneemann eben zerlaufen oder als wäre er zerlaufen. Also einfach so ein Matschfleck. Das lässt sich übrigens auch echt gut mit Kindern machen. Gerade weil die ja meistens nicht ganz so genau arbeiten können, ist sowas für die echt ein gutes Erfolgserlebnis. Ja, und dann macht ihr so kleine Wellen überall. So, und solange das dann noch feucht ist, setzt ihr diesen Marshmallow, diesen durchgeschnitten, einfach irgendwo drauf. Das ist der Kopf, drückt ihn ein bisschen an. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr als Knöpfe auch kleine Smarties, also diese Mini-Smarties hier draufsetzen. Mein lieber Basti sollte mir welche mitbringen und hat aber die großen mitgebracht. Deshalb kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Die sind nämlich gigantisch auf diesem Keks. Aber diese Mini, also aus diesen kleinen Packungen, passen hier perfekt als kleine Knöpfe. Die könnte man dann jetzt eben auch schon festdrücken. Genau. So, dann lasst ihr das Ganze trocknen, also den Zuckerguss erstmal durchtrocknen, bevor ihr weitermachen könnt. So, ich habe das natürlich schon vorbereitet und deshalb können wir gleich weitergehen zu Schritt 2. Und zwar ist das jetzt die Schokolade. Und dafür machen wir uns einfach aus Backpapier einen kleinen Spritzbeutel sozusagen. Und dafür nehmt ihr einfach eine von euren Ecken. Ich würde mir hier schon mal dieses geriffelte einmal abschneiden, falls ihr das auch haben solltet. So, und dann schneidet ihr euch einfach so ein, wie für eine Schultüte sozusagen, zurecht. So. Und dann dreht ihr das Ganze ein und Ziel sollte es natürlich sein, da das Ganze ziemlich fein aussehen soll, vorne die Spitze relativ dünn zu halten, sodass ihr dann eben später auch eine möglichst feine Linie ziehen könnt. So, dann rollt ihr das so ein. Und wer möchte, kann sich das hier noch zukleben. Ich habe mir das einfach oben zugetackert. Beim letzten Mal bin ich einfach mit einem Tacker, was jetzt nicht funktioniert, weil es zu groß ist, zu klein ist das Loch. Man kann das aber auch einfach mit Tesafilm zukleben. Das hält allerdings nicht ganz so gut auf dem Backpapier, wie ich festgestellt habe. Aber so ein bisschen hält's. Und dann haltet ihr es natürlich auch einfach mit der Hand fest. Ja. Und ja, dann nehmt ihr euch, also vorher knickt ihr, ganz wichtig, die Spitze um, damit euch die Schokolade nicht rausläuft. Und dann nehmt ihr euch eure Schokolade und füllt sie vorsichtig, hoffe ich krieg's hin, in diesen Trichter rein. Genau. So, dann knickt ihr euch oben die Tüte einmal um, dass die Schokolade euch da nicht gleich rausläuft. Dadurch wird sie auch nach unten transportiert. Und entweder ihr habt jetzt schon so eine große Öffnung, dass die Schokolade rauskommt. Das könnt ihr einfach am anderen Ort
testen. Bei mir reicht das jetzt schon aus, wie ihr seht. Und dann könnt ihr eben diese, das sieht jetzt nicht so fein aus gerade, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und dann macht ihr einfach wie so kleine Äste auf den Keks drauf. Und das natürlich dann auch nochmal auf der anderen Seite, weil die Schneemänner ja eigentlich immer zwei Arme haben. So sieht das Ganze dann schon mal aus und ich mache mir jetzt auch noch die Augen und so einen Mund auch nochmal mit der Schokolade und das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil sonst kriege ich das, glaube ich, nicht hin. So, das Gesicht ist fertig, da kommt ja noch die Nase und die Nase machen wir jetzt einfach, ich habe nichts gefunden, was orange und klein ist, was man da draufsetzen könnte, deshalb probieren wir das jetzt mal im Live-Test aus, weiße Schokolade einzufärben. Und zwar in Orange, das heißt auf jeden Fall mehr Gelb als Rot. Mit dem Rot sollte man wahrscheinlich ziemlich vorsichtig sein. Ich gebe jetzt einfach mal einen Klecks Gelb rein. Und dann echt so einen mini kleinen Klecks Rot würde ich nur reintun, weil die Schokolade ist ja schon so leicht gelblich. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel rein. Ich hoffe, es kommt überhaupt was raus. So, also es ist echt ein mini kleiner Klecks. Und dann verrühren wir das und gucken mal, was da rauskommt. So ungefähr gar nichts. Also ich denke, da können wir ruhig noch mal ein bisschen rote Farbe reinmachen. Ich hoffe, es wird auch orange. So, ich habe jetzt außerhalb der Kamera noch mal ein bisschen nachgebessert. Also ein bisschen mehr Rot müsst ihr schon nehmen. Und dann bekommt ihr natürlich nicht dieses Knallorange, aber so ein Pastellorange hin. Und da macht ihr euch natürlich wieder so einen kleinen Trichter. Füllt das Ganze ein. So, dann nehmt ihr euch euren Weihnachtsmann, sage ich schon, Schneemann und setzt dem so eine Nase an. So. Und dann hat er schon eine Nase. Und ich glaube, ich werde dem einfach orange Knöpfe jetzt auch noch machen. Die spritze ich jetzt einfach hier mit drauf. So, die Kekse sind fertig. Ich bin total zufrieden. Ich habe mir aber gerade noch mal weiße Schokolade angemischt mit Blau. Es wird dann so ein hübsches Türkis, wie man hier drauf sieht. Und ich finde, dass noch mal hübscher ist dieses Orange, weil sich dann die Nase noch mal ein bisschen mehr abhebt. Und dann habe ich eben Knöpfe gemacht oder der eine hat noch einen Schal umbekommen oder der hier eine Fliege. Mein Spritzbeutel war allerdings nicht so optimal zugedreht, deshalb ist es ein bisschen verschmiert ein bisschen, aber ich finde sie trotzdem total hübsch und es ist mal eine andere Idee und ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer gerne ein Like dalassen oder einen Kommentar. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was es noch für coole Plätzchen gibt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar und abonniert den Kanal. Hier irgendwo ist das Logo, einfach draufklicken und abonnieren, dann bleibt ihr immer aktuell über neue Videos und neue Informationen und dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut!